Hallo, in diesem Video möchte ich den Build-Prozess von einem C++-Programm ein bisschen erläutern und das Ganze im Hinblick auf den sogenannten Type-Redefinition-Fehler, der manchmal ein bisschen unerklärbar ist. Wir fangen erstmal mit den Grundlagen an. Ganz schnell. Ich habe hier ein kleines neues C++-Projekt gestartet in Visual Studio, deswegen hier tmain. Also eigentlich sollte einem alles bekannt vorkommen. Hier steht Standard-AFX und so sieht die Standard-AFX aus. Und wenn wir jetzt irgendwie kompilieren drücken, dann geht natürlich erstmal der sogenannte Präprozessor darüber. Das heißt, der nimmt sich hier das Include, sagt okay, das zeigt da drauf und erstellt daraus eine Datei, die ungefähr so aussieht. Wir können hier mal so Pfeile machen. Das heißt, er ersetzt hier das Include, was in dieser C++-Datei ist, mit dem, was halt eingebunden wird. Also wir können das ein bisschen sauber machen hier wieder. So. Und jetzt sehen wir natürlich, hier ist auch nochmal das Include und das Include und das Include. Ich will die jetzt nicht alle auflösen, aber genau der Trick wird ja überall gemacht. Das sollte jedem klar sein soweit.